Unser Goldschmied auch. Und ja, ich müsste das Stück Wald hier wegholzen. Von dem Kundschafter, dass ich hier die Eisenschmelze hinbauen kann, weil der Holzfäller hat hier auf jeden Fall genug Bäume. So, du brauchst zum Glück auch nicht mal wirklich schürfen gerade, weil die einzelnen Eisenerzbrocken, die hier so rumliegen, die kannst du einfach einsammeln. Also ja, hier unten sind genug Bäume, da kann ich da oben ein paar opfern. So, da wird noch ein Weizen. Welches Gebäude? Ah ja, die Bogenschützerei wird als nächstes gemacht. Gut. Ja, eigentlich läuft alles gerade sehr gut. Ich hoffe mal wirklich, dass das Zeitproblem, was man in der Mission hat, jetzt noch nicht getriggert wurde, dadurch, dass ich in der Story noch nicht vorangeschritten bin. Ich habe ja immer noch das Ziel, Hinweis auf den nächsten Sonnenstein finden. Oh, Fischerzelt findet nichts mehr. Gut. Das heißt, ich werde dich umschulen müssen. Ich weiß nicht, du hast doch dieses tolle Wohnzelt, wo du jetzt gerade drin bist. Soll ich dich zu meinem zweiten Eisenschürfer machen? Oder soll ich dich zu einem Träger machen, der im Hauptgebäude arbeitet? Das ist jetzt die gute Frage. Komm, du bist Träger. Ja. Sehr gut, du hast Eisenschürfer erfunden. Du sollst aber weiter Eisen schürfen. Okay, du. Du hast erstmal... Nee, du gehst erstmal und lernst. Träger. Ich hätte mir also es sparen können. Seht ihr, es ist total leer gefischt. Aber naja, hat lang genug gehalten, um sehr viel Nahrung zu machen. So, du kannst trainiert werden. Da kann ich nämlich auch unsere beiden Bauarbeiter zum...
Straßenbauen behalten. Eisenschmelze wollten wir jetzt bauen. Genau hier an diese Stelle. Das heißt, die Bäume müssen dann weichen. Die dahinter allerdings nicht. Und die unten auch nicht. Also hat der Holzfäller mehr als genug Bäume übrig. Ja, danach wirst du halt Träger im Hauptlager erstmal. Ich weiß dich unserem Jägerzelt dazu, dass du da Leder und Nahrung abtransportierst. Weil gerade Leder brauchen wir. Und ja, manche Leute sagen zwar, die Obstbäume sind super toll. Ich allerdings selber halte nicht so viel von Obstbäumen. Ja, die 3 oder 4 sogar noch. Nein, die da drüben nicht. Oh, das reicht sogar schon. Gut. Ja. Arbeitest hier. Und dein Hauptarbeitsbereich ist der Jäger. Das wird den nämlich etwas entlasten. So, das Zweifamilienhaus ist fertig. Das ist fertig. Du hol dir ruhig weiter Eisen. Anora ist hungrig. Der ist nicht so gut. Na gut, das wird ihr jetzt etwas Leben abziehen. Allerdings denke ich mal. Ah, sie holt sich hier was zu essen. Gut. Ich würde es gut finden, wenn sie jetzt da was essen würde. Ja, aber das verhindert erstmal, dass sie noch weiter runtersinkt. So, der Bogenschnitzer ist fertig. Da wächst Weizen. Auch schön. Oh ja, Weizen wird jetzt super viel mittlerweile. Den Tempel baue ich hier hin. Ja, der Speermacher kriegt jetzt auch schon Holz. Oh, wir haben keine Möbel mehr. Das ist nicht so gut. Er dürfte die aber relativ schnell wieder aufstocken können. Geschirr wird auch langsam etwas weniger.
Day. Yo, Day. Jo. Machen wir mal so 15 neue Möbel. Und hier die neuen Geschirrteile. Den Klumpen haben wir ja noch. Hat die Warenmenge hergestellt. Gut, dann mach nochmal 6, dass wir wieder auf Vorrat haben. So, eine Webstube wurde hergestellt. Aber ja, erst will ich, dass der Tempel steht, bevor wir die beiden Sachen betreiben. Und ich will, dass in der Eisenschmelze Eisen eingelagert ist. So wenigstens 5, bevor wir die betreiben. So, jetzt kannst du wieder Holz fällen. Mal sehen, wir haben hier schon für richtig Kahlschlag gesorgt. An der Stelle. Die Büsche lassen aber darauf schließen und auch dass hier schon Bäumchen wachsen, dass neue kommen werden. Nahrung ist noch genug da. Ja, Leder. Alles läuft gut. Jetzt bauen beide Bauarbeiter an der Eisenschmelze. Wahrscheinlich, weil das das letzte Gebäude ist, was gerade noch gebaut wird. Du kannst wieder trainiert werden. Gut. Das heißt, wir geben den Tempel dann in Auftrag. Das wäre ein sehr komischer Tempel. Ja, Holz und Stein. 3 Holz, 3 Stein. So viel würde auch die Kaserne brauchen. Das sind die einzig beiden Gebäude, die so gebaut werden. Wie ich ja gesagt habe, es gibt 4 verschiedene Baumuster. Einmal die ganz einfachen Zelte, die 3 Holz und 1 Leder brauchen. Dann die kleineren Häuser. Wobei die Mühle ist nicht so klein. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Also wirklich kann man es nicht. Die Endverbraucher ist einfach. Die brauchen hauptsächlich Holz, Weizen, Stein. Aber so die Zwischensachen wie die Goldmine. Ich könnte halt sagen, die fortgeschrittenen Ressourcengebäude. Ja, passt am besten. Die Startgebäude sind nämlich eher Zelte. Also Holzfällerzelt, Fischerzelt, Bauernhof und so. Die fortgeschritteneren Gebäude wie die Mühle, Eisenmine, Goldmine und so. Und dann halt die Endverbrauchergebäude wie die Webstube. Die Webstube braucht ja Stein und... Ja. Was ist mit dem Schäfer eigentlich? Laut der Sache müsste die Schäferhütte... Genau, Holz, Weizen und Lehm kosten. Und da gibt es noch die Spezialgebäude eben. Tempel und Kaserne. So, Eisenschmelze ist fertig. Sehr gut. Gerade rechtzeitig, dass er Eisen da einlagern kann. Oh, oh.
Ja, du möchtest gerne kochen, dann hol dir Nahrung. Ist nicht so, als ob es nicht hier genug Nahrung geben würde.